Und willkommen zurück zu Let's Play Edna bricht aus. Okay. Also. In diesem Bild schüttet Captain Unbrauchbar sein Altöl ins Meer. Er hat anscheinend nicht gemerkt, dass er dabei gezeichnet wird. What the fuck? Hardcore Team Deathmatch. Okay, also ich glaube, der Witz wird auch schon langsam alt. Wer bei dem Witz noch sagt, der ist witzig, der frisst doch... Na, das sag ich jetzt nicht, jetzt kommt ja der Kommentar. Alter, fakes voll krank nach. Aber jeder, der jetzt gewusst hat, was ich sagen wollte, der, ja. Wer ist da? Dann warte, dich krieg ich. Du, mein kleiner Rotschopf, willst du wissen, wer da ist? Deine Mutter! Hey! Wo bist du hin? Deine Mutter! So, das habe ich jetzt im Game. Ja, eigentlich steht man, sobald man diesen Raum betritt, ja unter großem Zeitdruck. Was wahrscheinlich auch der Grund ist, warum ihr jetzt auf den Entwicklerkommentar-Knopf gedrückt habt. Ihr habt wahrscheinlich keine Angst, dass der Wächter in der Zwischenzeit, während ich jetzt rede hier, die Treppe hochkommt und euch wieder vor die Tür setzt. Nein, nein, ihr drückt erstmal auf diesen Knopf. Genau auf diese Weise sind auch die Kommentare zu dem grünen Knopf unter anderem entstanden. Selbst in diesem Raum, in dem man ja wirklich eigentlich nicht viel machen soll, außer das Kabel durchzutrennen. Oh, jetzt habe ich es verraten. Und den grünen Knopf zu drücken. selbst hier habe ich halt noch alle Item-Reaktionen geschrieben und total widersinnigerweise bin ich mit dem Schreiben der Reaktion immer wütender auf den potenziellen Spieler geworden, der halt überhaupt diesen Quatsch ausprobiert und habe halt angefangen rumzumeckern und halt zu sagen, ja, warum probiert ihr das? Also durch die Blume natürlich so, auf Edna-Manier so. Ja, lass dir Zeit. Mach ruhig. Probier erstmal das mit dem Knopf aus, nach dem Motto. Also, probiert es ruhig aus. Es ist lustig. Es treibt mich in den Wahnsinn, aber macht es ruhig. Macht es. Okay. Keine Zeit, Radio zu hören. Okay, also Borki hat uns gerade gesagt, wir müssen alles mit dem grünen Knopf benutzen. Ich muss gar nicht improvisieren. Nur drücken. Oh nein, er kommt. Hey, da bist du ja! Wie bist du an mir vorbeigekommen? Spiel da nicht dran rum, sonst gibt's Ärger! Marsch, zurück zu den anderen! Und lass dich hier nicht wieder blicken! Deine Mutter! So, da geht mir echt schon auf den Senkel. Da will ich echt aufmucken, ha? Na was? Ja, kennen wir schon. Hey! Wo bist du hin? An dir vorbei. So. Harken. Notiz für mich selbst. Nicht alles, was grün ist, lässt sich harken. Oh nein, er kommt. Hey, da bist du ja. Wie bist du an mir vorbei? Spiel da nicht. Okay. Marsch, zeug dich an und lass dich hin. Als Privat werde ich es auf alle Fälle machen, dass ich alles mit dem grünen Knopf benutze, aber fürs Let's Play kommt es einfach nicht gut. Sorry, Leidels, aber wenn ihr es selber machen wollt, müsst ihr euch das Spiel kaufen. Gibt's auf Amazon ganz billig um 20 Euro. Braucht sich nur bestellen, dann geht das schon. Und dann könnt ihr euch das gleich selber ausprobieren. Aber ich mach das nicht im Let's Play. Wo bist du? Oder schaut es euch mal anders da, aber sorry. Gute Idee, aber noch nicht. Noch ist das Tor nicht auf. Oh nein, er kommt. Hey!
Ja. Marsch, Zeug sind... Also, gell, ob jetzt ist eigentlich schon blind bei mir. Also, hätte der Bocki das gar nicht gesagt, dann hätte ich es nicht gewusst. Wer ist da? Na, warte! Hey! Wo... Benutze... Oh nein, er kommt... Hey! Marsch, Zeug sind an und lass dich hier... Der macht mich aggressiv! So, das hat er angezockt sein müssen. Wer ist da? Geiler Bug. Benutze grüner Knopf. Zickzackschere mit Kabel. Hey, was hast du getan? Raus hier! Ja, jetzt ist er bis eingefahren. Warum ist das Tor auf? Das Tor muss zubleiben! Was? Das Tor ist immer noch offen? Dieses Mistgehör hat an den Kontrollen herumgespielt. Was ist das für ein Geräusch? Ein Motor. Ach du heilige Scheiße. Die Garage. Was ist hier los? Hier ist ja gar keiner. Verflucht! Und wohin soll's jetzt gehen? Rio de Janeiro! Ich will zum Haus meines Vaters. Es muss dort irgendeinen Hinweis darauf geben, was damals wirklich passiert ist. Irgendetwas, was meinen Vater entlastet und Dr. Marcells falsches Spiel aufdeckt. Auch gut. Dann muss ich nur noch wissen, wo genau das Haus ist. Und wie man dieses Ding hier fährt. Wo bin ich? Was ist passiert? Es gab scheinbar eine Art Unfall. Harvey? Harvey? Geht es dir gut? Ich bin okay. Dir passiert nicht so schnell was, wenn deine Wirbelsäule aus Frotte ist. Aber wir haben ganz viele Sachen verloren. Ey, caramba. Weil jetzt bin ich so richtig angepisst. Zu was haben wir jetzt den ganzen Kack gemacht, dass wir das alte Fahrzeug aufbeppt haben? Nur damit wir jetzt einmal in Dr. Marcel seine Limousine abbaschen. Leer, bis auf den Abschleppseil. Ich nehme das Abschleppseil. Alter, wir haben jetzt so viel verloren. Na, ist Captain Unbrauchbar Comic. Oh, hallo. Hast du alles gut überstanden? Ich kann einfach nicht glauben, dass wir einen Unfall gebaut haben. Ich schätze, sowas passiert einfach, wenn man einen Irren ans Steuer setzt. Wo sind die anderen? Der Alumann ist die Böschung hochgeklettert, nachdem er wieder zu sich kam. Murmelte irgendetwas von einer Erleuchtung. Ich fürchte... Wenn er vorher nicht alle Sicherungen im Kasten hatte, sind sie ihm jetzt ganz durchgeknallt.
Den Schlüsselmeister habe ich gar nicht mehr gesehen. Du etwa, Moti? Nope. Fährt das Auto noch? Okay, ich ziehe die Frage zurück. Wollt ihr denn gar nicht weiter? Sagen wir mal so, es steht nicht ganz oben auf unserer Prioritätenordnung. Dr. Marcells Leute haben ein Stück weiter unten eine Straßensperre eingerichtet. Wenn du klug bist, bleibst du bei uns, bis sie die Suche aufgeben. Hier ist es sowieso viel gemütlicher. Ay caramba. Was treibt ihr da? Moti hat eine Art Kartentrick erfunden. Es ist mehr ein System. Ja, ein System. Ihr versteckt das Herzass nach einem System, das nur ihr kennt. Und Hoti muss es erraten. Ich bin kurz davor, dahinter zu kommen. Ich glaube, er wäre längst dahinter gekommen, wenn er nicht jedes Mal einen Schlag an der Karosserie bekommen hätte. Immer wenn er die richtige Karte ziehen wollte. Jedes verfluchte Mal. Seltsamer Zufall. Möchtest du es vielleicht auch mal probieren? Na, vielleicht später. Vielleicht später. Ich geh dann mal. Lass dich nicht aufhalten. Okay. So, jetzt sind wir endlich im zweiten Kapitel von Edna bricht aus angelangt. Und damit ja auch beim ersten krassen Stimmungswechsel. Also ich habe mir Mühe gegeben, die Wendung, die innerhalb von Edna zum dritten Kapitel hin passiert, an dieser Stelle bereits subtil anzukündigen. Ab diesem Unfall, jetzt ist sie momentan noch sehr erleichtert, dass sie halt wirklich draußen ist, merkt sie aber fast von Screen zu Screen immer mehr, dass halt eigentlich alles gar nicht mehr so lustig ist, sondern dass es eigentlich schon immer ernster wird. Während sie in der Anstalt, dadurch, dass sie halt eingesperrt war von ihrem Gegner sozusagen alle Berechtigung hatte, so viel Chaos wie nur möglich anzustiften und was ihr unglaublich viel Spaß gemacht hat, ist sie jetzt so ein bisschen wird halt jetzt so ein bisschen orientierungslos an dieser Stelle. Ja, im zweiten Kapitel bekommt dieser Sachverhalt auch noch seinen ganz eigenen Showdown. Viel Spaß. Ay caramba. Oh, hallo. Ja, mit den wenigen Möglichkeiten, die mir unsere eigens programmierte Engine bot, habe ich an dieser Stelle versucht, so eine Art Minigame zu skripten, das aber kein tatsächliches Minigame ist. Tatsächlich findet die Lösung des Rätsels, der Aufgabe, gar nicht innerhalb des Spiels statt, sondern außerhalb. Mir hat es Spaß gemacht, das so zu entwerfen. Mir macht sowas sowieso immer Spaß, so kleine Spiele kaputt zu machen, indem die Lösung halt gar nicht im Spiel selbst ist. Aber ich weiß auch, dass ich damit hin und wieder den einen oder anderen in die Verzweiflung treibe. Aber warum sollen andere Leute auch nicht verzweifelt sein? Okay, der Boki ist durchgeknallt. Ich geh dann mal. Lass dich nicht aufhalten. Ja, kein Mischung. Hinauf zur Böschung. Na, das soll's jetzt noch mal aus. Treppe. The fuck? Antioxidationsmittelbank, Treppe. Okay. Ich würde sagen, wir warten ganz unten. Schau da nochmal schnell. Ufer aufwärts, Kofferraum, Limousine, Autofrack, Tümpel, Böschung. Okay, aber da irgendwelche Items? Ja, fliehen wir hin. Okay, nice, setz jetzt nochmal aus. Also, ich beende den Part für heute und tschüss, Leute.